nach deinem Wille geschehe. Und das ist eine gute Aussage, die eigentlich immer zutrifft, weil wenn wir denken, die Welt ist schwer und es ist kompliziert, das Leben ist eine Bürde und das Leben kann nicht mit Leichtigkeit laufen, sondern muss immer schwer und kompliziert sein. Wenn wir das bereits von unseren Eltern, von unseren Großeltern vorgelebt bekommen haben und dann auch in den Medien noch immer dauernd jeden Tag aufs Neue hören, dass es doch so schwierig ist, dass man sich anstrengen muss, dass man nichts geschenkt bekommt, dass die anderen ein Schlechtes wollen, dann sendet das Gehirn diese Gedankenformen aus und das kommt zurück, was man erwartet von der Welt. Das heißt, die Welt ist nicht objektiv gesehen schlecht oder gut. Sie ist so, wie sie ist. Nur wir lernen sehr schnell, dass wir die Dinge schlecht interpretieren, dass wir Schlechtes erwarten. Und dadurch werden wir auch selektiv das erhalten, was wir erwarten. Das heißt, die Welt wird dann schwer für uns, sie wird kompliziert sein. Die anderen Menschen wollen, nutzen uns dann aus. Die Beziehungen enden in Drama. Andere betrügen mich um mein Geld. Andere sind reicher als ich und so weiter und sind besser und erfolgreicher und im Sportlichen und so weiter. Also wir tun uns diese Welt selbst erschaffen im Prinzip. Und was wir tun können, ist erkennen, dass das eine Illusion ist und dass, wenn man seine Denkweisen, seine täglichen Gedankensmuster umpolt und sich ein bisschen abkoppelt von diesem Mainstream und sein eigenes Ding macht, seine eigene Wertevorstellung etabliert, dass dann die Welt, weil sie ja weder gut noch schlecht ist, so läuft, wie man es sich von der Welt erwartet. Ganz einfach. Und das kann leicht, locker, voller Liebe und Leichtigkeit sein. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.